Hallo Hallo und und damit willkommen zu herzlich willkommen zu einem einer weiteren weiteren Video auf YouTube Kanal. Folge Fortnite und ich bin der Falsche. So. Mit mir dem Herrn sofort und dem. Herrn gleich. So. Ich habe Ja. heute eine Brille an, weil ich wollte unbedingt mal einen Witz bringen. Die Wissenschaftler fanden raus, als ich ihnen die Tür sagte. Ja, und ich habe mir den Football Helm aufgesetzt. Leute, Passend zum Super Bowl. ich hab für das Video heute einen Center Shock. So, interessiert niemanden. Doch, ich So. bewerte jetzt. Ich kau jetzt nicht auf den Center Shock rum. Ich bewerte jetzt die Sachen mit dem Center Shock. Also, wir fangen jetzt mal an. Was hältst du denn? Ich habe das ja schon gemacht. Was hältst du denn von den ganzen Football-Skins? Sauer. Sieben von zehn für die Football-Skins. Okay. Lass uns mal durch die Noten durchschauen. Mal kurz durchzappen. Nein, wir gucken erstmal hier. Oh, nee, das ist ja alles, oder mal? Wir zappen mal kurz durch die. Muss ich erst mal gucken, haben wir das überhaupt hier schon eingestellt? Ich glaub's nicht. Oh, das bin ich. Glaub nicht, das ist hier. Nein, oben. Nein, Wir müssen, warte mal, falsch, warte. nein, falsch. Nein, Was geht da denn? hoch, geht da hoch. Ja. Ja, nein, ganz runter, ja, da. Ah, ja. Super. Alles klar. So, dann lass uns doch mal schauen, was sind denn hier die Noten? Achso, das ist der weibliche. Naja, ist egal. Also, wir haben hier aktuell beim Blitz 4,38 von 5. So, dann haben wir beim Endzone 4,42 von 5. 2,92 für den Gridiron, 3,33 für den Interceptor, 4,11 für den Juke, 2,83 für den Rush, 4,08 für den Spike, 3,73 für den Strong Guard. Oh, jetzt sind wir schon bei der Picke angelangt. Ich glaube, das war dann, ja, das ist dann die Picke, da kommen dann nie nur noch. So, das wäre erstmal das Herr hier. Gleich, wusstest du etwas? Wenn du ganz viel, wenn du eine Banane isst und dann ganz viel Sprite trinkst, dass dir da mega schlecht wird, was mega Nö, ähnlich ist. wusste ich nicht. Soll scheint so Ist gute es Effekte haben. bei den weiblichen, was hast du bei den weiblichen Skins eine andere Note, oder? Ja, Echt? 5%. Was schlechter sogar? Ja. Okay. Das heißt, das hat irgendwie nichts damit zu tun, was ich mache. Was hältst du denn von dem Whistle Oh, Warrior? Hilfe, Alter, geh mir weg. Aber sieht aber nicht schlecht Geh mir aus. weg, Trier der Skin. Sieht aber nicht schlecht aus. 4 von 10. Echt? Von mir kriegt die 6 von 10. Der Whistle Warrior, lass mal gucken, was haben wir denn beim Whistle Warrior Dann, aktuell? ja, war klar. Das war so normal. Wow. Der war so knapp. 4,52 von 5 bei 21 Votes. Holy shit. So, der wieder schlechter benotet, wie immer, ne? Auch der kriegt von mir 6 von 10. Ja, bei mir. Striped Soldier. Bei mir ist das 5 von 10. Und wie sieht's denn aus im Striped Soldier? 4 von 5 bei 7 Votes. So, dann haben wir jetzt hier diese, genau, das ist das Tor von Football, die Upright X. Ich finde diese, ja, schon mal mit dem Football-Tor eins über die Birne gezogen bekommen. Egal, los. Ja, Schon mal gegen das Football-Tor geflogen. nein, sag mal bitte meine Note. Meine Note, ja, 4 von 10. Übrigens, findet ihr es nicht auch interessant? Also muss ich echt sagen, also was da jetzt, wer so ein bisschen die Footballspiele verfolgt hat, ne? Also musst du dir das so vorstellen, es gibt nicht so wie beim Fußball, es gibt beim Football gibt es tatsächlich einen, der ist nur dafür da, das ist sein einziger Job, so ein Field Goal zu schießen. Ja? Also sprich, der kommt nur dann aufs Feld, wenn er ein einziges Mal zum Beispiel den Ball durch dieses Tor durchschießen muss. Ja? Dann kannst du dir vorstellen, wenn das dein einziger Job ist und es gab so viele, die diesmal in dieser Saison den Ball verschossen haben, wo ich mir denke, alter Vater, wie können die überhaupt dann und dann vielleicht noch das Match dadurch verloren, ja? Oh mein Gott, wenn das mein einziger Job wäre und das würde ich verkacken. Alter Vater. Also, ja, sorry, lange Rede, kurzer Sinn. Was hältst du von dem? Was gibst du dem für Noten? 3 von 10. 3 von 10.
Gucken wir mal, wie sieht denn die Note dafür aus? Also es ist jetzt echt in letzter Zeit häufig vorgekommen. Also 2,86 von 5 bei 7 Votes. So, was haben wir jetzt hier? Die Golden Pigskin. Picke. Echt? Okay, von mir kriegt sie 6 von 10, genau. Hey, du kennst inzwischen meine Art zu denken. So, 3,38 von 5 bei 8 Votes. So, und dann hier den First Downer. Ja, so. 2 von 10 für den First Downer. Für die Leute, die nicht wissen, was ist der First Downer. Also beim Football ist es ja so, du musst ja in jedem Spielzug diese 10 Yards überbrücken. Dann gibt es wieder ein First Down. Das heißt, du hast vier Chancen, 10 Yards zu schaffen. Und jetzt wird halt auf den Zentimeter genau geschaut. Weil manchmal ist es halt extrem knapp. Und da unten seht ihr da an diesem Ding, da seht ihr so eine Kette. Ne? So ein bisschen kann man die erkennen. Und wenn es ganz eng wird, dann wird nochmal genau geschaut mit der Kette. Hat er denn tatsächlich diese 10 Yards gepackt oder nicht? Ja. Ich gebe dem First Downer auch nur 3 von 10 sogar. Ich finde, das sieht scheiße aus, das Ding. Also wirklich, sieht richtig scheiße aus. Und wenn ich mir die Note angucke, verstehe ich die Welt nicht mehr. Also 3,86 von 5 bei 7 Votes. Ich check's einfach nicht. Aber gut. So, dann wären wir hier auch schon durch mit den ganzen Football-Skins. Jetzt wäre noch ganz interessant zu wissen, auf jeden Fall interessant zu wissen, wie habt ihr eigentlich abgestimmt? Was glaubt ihr denn überhaupt, wer denn heute beim, also was heißt heute? Ja gut, wenn ihr seht, das ist doch schon heute so, ja, das ist nicht mehr so weit hin. Wer wird den Super Bowl gewinnen, haben wir gefragt. Ja, also ich habe die Frage gestellt. Du hast auch abgestimmt. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, würde mich mal echt interessieren, wie sind die Noten eigentlich dafür ausgefallen? Ich glaube, da gab es wahrscheinlich gar nicht so viele, es gab auch nicht so viele Aufrufe, dann wird es auch wahrscheinlich nicht so viele Abstimmungen gegeben haben, wenn überhaupt außer dir noch jemand abgestimmt hat. Ja. Oh, 4 Stück. Toll. Ja, das ist eine klare Ansage. Mir egal, ich will Fortnite. 4-mal und einmal die jungen wilden LA Rams. Mir egal, ich will Fortnite. Alles klar, das ist eine geile Antwort. Ja, Leute, also dann bieten wir euch jetzt Fortnite. Und dann aber, ja, geht's natürlich weiter mit dem ganzen Kram. Hier, cheer up, ne? Also das, was du jetzt gesagt hast, hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie du reagiert hast, gell? Ja, weiß. Ach du Heilige. Und dann denke ich noch, oh je, jetzt kommt eine ganz beschissene Note, so 4 von 10, ja, und dann. Und dann plötzlich 8 von 10, ja. Ja, wir müssen ja, wir müssen sowieso die Mädels müssen wir eh mal gucken, sorry. Ja, genau. Mach das mal. Oh Gott, mit den Haaren, das passt aber auch richtig krass. Ne? Das ist ja wirklich genau die Farbe. Scheiße. Oh mein Gott, ja stimmt, hast du recht. Also das ist mit dem Zoe Skin, da passt. Wie sieht's denn bei dem aus? Mega witzig, ey. Ja, hey, stellt euch mal vor, ja, dann haben wir Super Bowl Finale und dann tanzt so ein Fieder am Rand. Mega cool. So. Den Astronaut. Hoch. Mit dem Astronauten? Wieso mit dem Astronauten? Warum mit dem? Wieso mit dem Astronauten? What the fuck? Ich glaube, ich habe den noch nie drin gehabt, den Astronauten. Oh mein Gott. Doch, hast du. Ich glaube, es ist dein allererstes. Nee, ich hab den nicht. Ich will den auch gar nicht haben, ehrlich gesagt. Aber den willst du haben. Geh mal hoch. Nein, der aus der vierten Reihe. Also jetzt der. 1, 2, 3, 4. Ja, genau,
Den will ich auch nicht haben. Der stimmt überhaupt nicht. Das war damals mein Sohn. Der sieht richtig scheiße aus. Ja. Ich finde, der sieht richtig scheiße aus. Also ganz ehrlich. Sorry, aber. Ja, ich finde den scheiße. So scheiße. Ich finde den scheiße. Dem zwei. Ja. Dem würde ich 2 von 10 geben. John Wick? John Wick würde ich mehr geben. Den finde ich cooler, der kriegt von mir 7 von 10. Black Knight. Black Knight, natürlich 10 von 10. Aber. Spider-Man. Auch. Auf, wen soll ich als nächstes nehmen, ausprobieren? Okay, pass auf, sag mal was. Ah, Fummelspezialistin. Nein, die steht. Machen wir gleich. Jetzt, wenn ich ihn schon drin habe, machen wir. Das sieht halt ein bisschen abig aus, ja, ne? Mit so einem monströsen Skin, ne? Und dann. Da hab ich schon. Alles klar. Party-Invite vom STM Mohammed. So. Dann haben wir. Wen? Ja, die Funkelspezialistin. Ja, bei der passt das, ne? Das ist halt wieder so ein Emote, der passt halt am besten echt zu den Mädchen-Skins. Ich meine, klar, ist Cheerleaderin, ne? In dem Fall dann Cheer up. Das passt halt nicht so wirklich zu Typen, ja? Warte mal, pass mal auf. Geh mal in die Skins, genau. Nimm mal den Pokémon-Skin. Ah, das passt nicht so wirklich, oder? Das passt nicht so wirklich, aber ich könnte mir gut vorstellen, beim Rotkäppchen zum Beispiel, auf, oder bei der Vampirella. Warte mal, ich habe noch eine Idee, ne? Ja, was? Die muss ja auch Knock-Ops. Also, sorry, muss ich das schnell machen, wenn ich sie schon gerade sehe. Inzwischen ist es auch einer meiner Glühwein-Agentin. Ich finde die irgendwie. Ich finde die echt knuffig. Ja, ich würde die jetzt nicht spielen, aber ich finde so die ganzen, so ihre Mimiken, wie die, es gibt so bei manchen Skins, sehen die Mimiken echt cool aus. Und da muss ich sagen, da finde ich bei der Glühwein-Agentin, finde ich es echt nice. Da gab es einen Knock-Off. Ja. Den Wolf. Ja, bei dem sieht fast alles scheiße aus. Geh mal zu Wolf hoch. Bei dem sieht fast alles scheiße aus irgendwie. Den schwarzen Wolf. Wobei, das geht sogar bei dem. Welchen meinst du? Du bist so ein Volleimer, ne? Ehrlich wahr. Machen wir den Ragnarok und den Luftskin. Du hast echt einen an der Waffe, ja. Gott, ja, da sieht's scheiße aus, Alter. Das ist genauso wie beim Spider-Knight. Also Spider-Knight und Ragnarok geben sich nicht viel, finde ich. Das ist halt mal null dazu, ne? Ich 0, gar nicht. So, aber hier wird's bestimmt ganz gut passen. Naja, ja, auch nicht so wirklich. Aber von der Musik her, wie so ein Line Dance dann sein hier. Nochmal die Ding, nochmal, Nein. Nö, würde ich jetzt auch nicht so. Ja, aber ich finde es aber trotzdem cool, muss ich sagen. Also so, ich finde es sieht ganz nice aus. Auch so die meisten Emotes sehen gut aus. Ey, ich bin jetzt schon ein Fan von diesem Emote. Also muss ich echt sagen, ich finde den Emote mega cool irgendwie. Je öfter ich den sehe, aber eben auch wieder so ein Emote nur mit den Mädels, ne? Mega coole Sache. Ja, lass mal aussuchen.
Also wenn dann, wenn ich schon mal gerade da bin, muss ich die auf jeden Fall. Ja. Aber die sieht, ich weiß nicht, sieht halt sehr männlich aus, ne? Es könnte irgendwie so eine, so ein Gender-Skin sein, ne? Gender-Wahnsinn. Sieht echt, echt ein bisschen aus wie so Gender. Rotkäppchen, Rotkäppchen muss man gucken. Rotkäppchen, auf jeden Fall. Da sieht es eigentlich ganz, ganz cool aus, oder? Rotkäppchen sieht cool aus. Da sieht es mit Sicherheit bei Vampirella auch cool aus. Ich nenne die ganze Zeit schon Vampirella. Ich weiß, für mich sieht die aus wie eine Vampirella, ey, ohne Scheiß. Es ist eine Vamp. Ja, so, jetzt pass auf, guck mal. Finde ich aber auch, also muss ich echt sagen, ist auch einer der coolsten Skins. Ja, ich will sie nicht spielen, aber trotzdem so auch von den ganzen Emotes. Ja, sorry, ich spiele keine Frauen. Tut mir leid. In der letzten Zeit habe ich nur Lebkuchen gemacht. Ich spiele keine Frauen. Ey, was für die Tier, Alter. Nur bei dem gab es jetzt aber auch schon ein paar Emotes, die gut aussahen. Und es gibt halt sehr viele, die halt den DJ Onda spielen, ne? Ich mein, ja. Als ob. Weißt du doch. Ja, das ist richtig. Das sind meistens die, die ganz am Anfang richtig voll auf Akku gehen und dann sehr schnell tot sind. Das ist schon irgendwie witzig. Wen haben wir denn noch? Och ja, einmal hier noch. Da müssen wir noch reingucken. Und auf jeden Fall müssen wir hier bei ihr nochmal reinschauen. Schlafanzügchen. Ich finde den inzwischen echt, also ich finde den jetzt schon legendär geil. Technik. So, was haben wir denn noch hier? Haben wir noch irgendwas, wo wir sagen könnten, das könnte jetzt noch interessant sein? Ja, Tomato Head. Ah, der Weihnachtsmann. Ich mach den Tomato Head auch noch, aber... Ja, komm, du machst zuerst den Tomato Head, damit ich es hinter mir hab. Ich finde, der sieht so scheiße aus. Ohne Mist. Direktes Verhütungsmittel auf dem Kopf. So. Item Shop hier. Mit ihm, mit dem Weihnachtsmann. Alter Vater. So, ja, ich würde sagen, dann sind wir hier mit dem auch schon durch, ne? Oder findest du noch irgendeinen, wo du sagst, da willst du es jetzt unbedingt sehen? Bei ihm vielleicht noch wegen den Blitzeffekten. Hast du noch irgendeinen Skin, wo du sagst, wow, damit will ich sehen? Raven. Mit dem Raven. Eiskönig, das war ich auch nochmal dazu. Das Eiskönig, da haben wir mit Sicherheit auch einige. Wisst ihr, jetzt hätte man das auch mit dem Prisoner machen können, wenn du den Prisoner inzwischen schon freigespielt hättest. Einige haben den Eiskönig. Nee. Noch nicht. Thank you.
So, ja, würde ich sagen, dann sind wir mit dem hier dann durch. Jetzt aber wirklich endgültig, oder? Hier den, ja, guten Skull Trooper nochmal, ne? So, ja, Leute, was gibst du denn hier ab? Echt 10 von 10, ja? Ich gebe dem. Ich feiere den auch jetzt schon richtig hart. Ich gebe dem auch 10 von 10. Weil ich finde, der sieht echt cool aus, muss ich echt sagen. Also, nicht schlecht. So, und dann haben wir beim Cheer-Up 4,67 von 5 bei 3 Votes aktuell. 101 Reminders. Das ist nicht schlecht. So, dann haben wir den Timeout. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht hier mit allen durchzuspielen. 6 von 10, echt? Ja. Ich gebe dem 7 von 10. Haben wir für den Timeout auch schon was? Eine Bewertung ist schon da, 4 von 5 bei einem Vote. Dann haben wir den, den können wir jetzt kaufen, der ist kostenlos, ne? Als Spielzeug. Part of the fourth down set. Kaufen wir den mal. Successfully purchased. Ich gebe den 3 von 10. 3. Toll. So 3 von 10. Echt? Nö, ich gebe dem 7 von 10. Ich gebe dem 7 von 10. Und da gibt es auch schon Noten hier, so wie es aussieht. Also hier haben wir 4 von 5 bei 4 Votes. Ist halt cool, weil es halt auch kostenlos ist, ne? Im Marshwalk hatten wir ja schon gehabt. Wir könnten ja mal ganz kurz jetzt nur gucken, ob da inzwischen bei den Noten sich irgendwie nochmal was verändert hat. Der Marshwalk. Also ich meine, wir haben ja unsere Noten schon. Hast du deine Noten schon abgegeben für Nein. den? Nein? Was für eine Note gibst du dem Marshwalk? Das ist der Marshwalk. Ja, aber jetzt erstmal den Marshwalk. Was gibst du dem? 8 von 10. Ich habe meine Note ja schon dafür abgegeben. Habt ihr eigentlich das Konzert gesehen? 3,9 von 5 bei 20 Votes. Ey, ich fand das mega cool, ne? Hast du es schon hochgeladen? Nee, noch nicht. Also mega cool das Konzert. Ups, das habe ich jetzt ausgeblendet, eingeblendet. Mega cool mit dem Konzert da gewesen. Ich weiß nicht, wenn ihr es miterlebt habt. Mega geiles Event, hat richtig Spaß gemacht. Coole Idee. Mal so ein Match lang einfach nur da rumtanzen, rumspringen, rumfliegen mit den anderen. Ne? Und danach, als dann das Konzert rum war, dann hast du plötzlich stark gestanden, keiner hat eine Waffe gehabt. Und dann mit wenig Munition oder gar keiner Munition noch irgendwas erreichen. Also, na, was haben wir hier? Mellow Rider? Also, das ist ultra. Den Mellow Rider findest du ultra. Ja, Und? also ohne Scheiß 10. 10 von 10, ja. Ja, aber nur weil es halt dieser Effekt, also Dieser Effekt hier, ohne den diese Effekt Reaper. würde 0 von 10, auch mit Effekt halt 10. Der Effekt ist irgendwie cool, ne? Mega. So, also hier Also, wenn du den schon 4,5. mal in einem normalen Game gesehen hast, dann weißt du, dass das mega ist. Ja, ich habe den noch nicht in einem normalen Game gesehen. 4,52 von 5 bei 21 Votes. Marshmallow auch noch? Und dann haben wir noch den Marshmallow. Den haben wir jetzt schon ein 10, paar Mal 10 auch von im Spiel 10. gesehen. Ja, was macht das Marshmallow. auf einmal? Komisch, ne? Sieht komisch aus. Ja, 10 von 10. 10 von 10. Da haben wir auch nochmal eine Benotung. Und zwar hier 4,51 von 5 bei 39 Votes. Ja, Leute. Das ist sind wir durch? Ja, ne? Ja, Das wenn euch das war's. heutige Video gefallen hat, dann bei Like und bis dahin. Und ciao! Schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut, bis dann und tschüss. Und viel Spaß beim Super Bowl. Müsste doch eigentlich auch noch ein Event kommen, oder? Irgendein Super Bowl Event gibt's auch Kann noch. Irgendwas habe ich sein. gesehen. Also, macht's gut.